Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen. Wir machen jetzt direkt weiter mit Hardcore. Diablo natürlich, was sonst Hardcore. Das ist gut, das ist wieder so zweideutig. Ja, wir haben ein Item verkauft im Aktionshaus. Ich habe das jetzt vorab schon gemacht, weil es nimmt sonst mal so viel Zeit in Anspruch. Haben 40.000 umgesetzt, den Rest habe ich jetzt direkt mal zum NPC geschmissen. Beziehungsweise zum Schmied und hab's halt vercraftet. So, jetzt haben mir 1000 Leute gesagt, ich soll einen roten Stein, also einen Rubin, genau, einen Rubin in die Waffe schmeißen, dass mir das viel, viel mehr bringt. Da habt ihr natürlich recht. Schande über mein Haupt, warum ich dann grün reingeschmissen habe. Ich bin einfach zu sehr auf Softcore getrimmt. Nicht Hardcore, sondern Softcore. Und deshalb schmeißen wir da ein... Wow, okay, wir haben wirklich etwas mehr Schaden, wie man sieht. Scheiße. Und ja, das lohnt sich ja schon fast hier. 243 machen wir jetzt. Das ist schon mal eine geile. Also, das ist einfach geil. Das ist geil. Sorry, wenn jetzt hier gerade ein bisschen knackt. Mein Stuhl ist wieder scheiße. Ich muss unbedingt mal ölen irgendwann, wenn ich Zeit habe. So, Gärten der Hoffnung. Findet das Portal zum Kristallsäulengang. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, gestern gab es riesengroßes Stream-Event. Legendaries um die 2000 wurden verlost. Und richtig geil gewesen. Richtig, richtig geil. Der größte Krieger der Schöpfung. Ich lasse ihn kurz ausreden. Er schwelgt in Kriegen nicht genug Mut und hat die Truppen des Himmels zu unzähligen Siegen geführt. In Abwesenheit Maltaels ist es nun Imperius, der den Vorsitz des Angiris-Rats innehat, immer darauf bedacht, die hohen Himmel vor allen Feinden zu schützen. Ja, genau. Und ja, wie gesagt, so gestern sehr erfolgreich. Und hat echt Spaß gemacht. Muss man sagen. So, ganz kurz aufpassen. Ja. Ja, gestern wurde auch das neue Diablo-Add-on angekündigt. Reaper of Souls heißt das gute Stück. Es kommt eine neue Klasse. Der Kreuzritter, eine Mischung aus Monk und Barbar, kann man sagen. Und ein paar andere, ja, mehr oder weniger schöne Dinge wurden angekündigt, wie zum Beispiel das Ladder, nee, nicht Ladder, sondern das Paragon-System. Also ein erweitertes Paragon-System zum Beispiel, als Beispiel. Und zwar, Moment, ich muss kurz ein bisschen leiser machen, ich höre mich selbst nicht mehr. So, und zwar geht es darum, dass in Zukunft dann ab dem Add-on, beziehungsweise es wird wahrscheinlich schon vorher reingepatcht werden, Paragon-Level addiert werden. Also das heißt, ihr habt auf euren Monk 50 Paragon-Level und auf eurem Barbar 40. Dann habt ihr insgesamt accountweit 90 Paragon-Level und könnt somit, ja, Achtung, Neuigkeit, Punkte vergeben. Insgesamt 90 in dem Fall. Also für jeden Held, den ihr habt, paragonal gesehen, bekommt ihr Punkte. Und das accountübergreifend, das heißt, ihr könnt auf beide dann 90 Punkte in dem Fall, ja, verskillen. Verskillen ist auch so ein schönes Wort. Okay, manche sind dann wirklich verskillt, aber verteilen. Sagen wir es einfach so, verteilen. Ha, mein lieber Freund, hier kommst du nicht durch. Uns fehlt natürlich unser Kampfschrei. Merke gerade mal. Jetzt haben wir schon mal 322. Sehr geil. So ist das natürlich ein bisschen angenehmer. Ja, das heißt, man kann dann in Zukunft auch skillen, was schon mal wieder ein bisschen mehr an Diablo angelehnt ist, finde ich. Also das ist echt ein Punkt, den sie am Anfang an hätten machen sollen. Einfach die Skillsystem wieder einführen. Das hat echt extrem gefehlt und ja, ist ja schön, dass sie das jetzt im Angriff nehmen. Und also das heißt dann, für jedes Paragon-Level könnt ihr halt Fertigkeiten setzen. Das wären also Mindstats und Crit-Chance oder so soll es auch geben, soweit ich gelesen habe. Aber ich denke mal, das wird eh noch groß überarbeitet. Ich denke nicht, alles, was jetzt angekündigt wurde, wird auch 1:1 so erscheinen. Ich denke, das werden die nochmal ein bisschen abändern und so weiter und so fort. Das kennt man ja auch von Diablo 3, wie es damals rauskam. Damals kennt schon so lange, aber ist ja noch gar nicht so lange draußen. Aber auf jeden Fall ist das einer der Punkte, die echt gut ist. Und was auch kommt, eine Mystikerin. Also, wie es jetzt den Schmied und den Juwelier gibt, kommt dann eine Mystikerin. Dort könnt ihr Items verbessern. Also verzaubern sozusagen. Und ich habe Screenshots gesehen, da gab es Waffen mit 3000 DPS. Eine Einhand wohlgemerkt. Eine Einhand vom Monk mit über 3000 DPS sogar. Okay, lassen wir das mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Ist schon enorm, also. Ich hoffe, da kommt auch ein entsprechender Content, der das abfedert. Wow. Wow. Nee, nehme ich nicht. Ja, ich hoffe, da kommt ein entsprechender Content, der das abfedert, damit man wieder ein bisschen ein paar, ja... Wie sagt man, ein paar
Herausforderungen hat. Ich bin jetzt nicht auf das Wort gekommen. Ja, wir leben. Laber nicht, mein Freund. Und ja, wir müssen einfach abwarten, was da kommt, was nicht kommt. Und ja, das war natürlich nur einiges der Neuerungen. Da kommt dann zum Beispiel auch das Loot 2.0 System. Ich bin mal ganz kurz leise. Kloppen sich da gerade so schön. Kabumm, alle tot. Ihr, eures Gleichen habt ihr nichts zu suchen. Wenn ich euch noch einmal sehe, werdet ihr sterben. Genau, das wären sie. Komm. Okay. Ja, dann gibt es noch das Loot 2.0 Prinzip, weil ich gerade schon gesagt habe. Und zwar, jeder First Kill bei Bossen gibt hundertprozentig ein Legendary, wie es jetzt zum Beispiel der Fall ist mit zwei raren Sachen. Jetzt muss ich ganz kurz leise sein. Diablo hat vor, den Kristallbogen auf dem silbernen Turm zu verderben. Wenn er das schafft, werden die Himmel fallen. Alles ist auf diesen Moment hinausgelaufen. Tyrael und ich werden uns bis zur Spitze durchschlagen, wo ich Diablo endlich gegenübertreten werde. Genau. So sieht's aus. Ja, und es geht auch bis Level 70 dann. Also es wird, das Cap von 60 wird auf 70 verlegt. Was echt cool ist, finde ich. Wobei man sagen muss, okay, man muss abwarten, wie die, ja, die EP-Verteilung ist von Level 60 bis 70. So, die lasse ich in Ruhe, weil die ist, da kommt ein kleiner Gegner raus, der echt ätzend ist. Also ich sterbe da eigentlich immer, weil ich jetzt bei Hardcore eigentlich nicht gerade die große Lust drauf. Bei ihm genau dasselbe. Der labert auch nur ein bisschen, da passiert nicht viel, also ihr verpasst nichts. Und die droppen nicht mal die Bosse, also von daher. Also Mini-Bosse sind das. Oh, jetzt muss ich kurz aufpassen, raus da! Ja, was kommt noch dazu? Lass mich kurz überlegen. Die Dropchance wird halt extrem überarbeitet. Es droppen nicht mehr ganz so viele Items und es sollen mehr Items droppen, die einen verbessern. Also nicht mehr so viel Müll wie jetzt, dass man halt wirklich 90%, nein, Entschuldigung, 99% liegen lässt. Oh. Jetzt müssen wir kurz hier Kampfrausch zünden und dann geht's los. Ja, das soll halt überarbeitet werden. Lass mich kurz überlegen. Fünfter Akt kommt, ganz wichtig, ein fünfter Akt. Sah sehr interessant aus. Sah ein bisschen aus wie eine Festung irgendwie. Also, ja. Es geht halt in, wie hieß Westmark? Westmark, Westend, irgendwie so hieß die, hieß der Akt. Und da geht's halt zu der Geburtsstätte, zur Heimat vom Schuft, wenn ich mich recht entsinne. Oder vom Schurken? Ist ja dasselbe, ne? Schurken und Schuft. Ja, das ist der fünfte Akt dann. Mal gucken, was der uns bringt. Und es soll Neverland-Prüfung geben. Darüber ist jetzt allerdings noch nichts weiter bekannt. Und was auch noch kommt, sind... ich weiß nicht genau, wie sie das umsetzen wollen. Oder wie es dann aussieht. Aber es soll halt so kommen, dass man 10, 15 bis 20 Minuten halt Gegner klatscht einfach nur. Also sowas. Ich glaube, es wird nicht ein Arena-Prinzip, sondern mehr Dungeon. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe es mir nicht ganz genau angeguckt. Und auf jeden Fall werden dort dann auch gute Items zu finden sein und so weiter und so fort. Also es ist schon so eine Art, ja, so ein, also es kommen halt auch Bosse und so weiter. Sah sehr interessant aus. Aber was davon halt letztendlich dann auch übernommen wird, ist Zukunftsmusik. Da muss man abwarten. Kann man jetzt noch nicht sagen. Ist für 2014 angekündigt. Und der nächste große Patch soll dann auch erst 2014 kommen, was ich sehr schade finde. Weil ich glaube, bis dahin sind wirklich viele, viele Leute von Diablo abgestiegen und haben das Pferd nach Hause geschickt. Eine schöne Metapher, oder? Haben wir gerade selbst ausgedacht. Achso, warte mal, wir haben noch hier noch unseren dritten Skill. Ja, ich bin gar nicht verskillt hier. Blutdorst kommt da natürlich rein. Um uns ein wenig den Arsch zu retten. Ja, ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt bei Diablo, was da noch angekündigt wird. Also derzeit kommt immer mehr Informationen raus. Ne, lässt mich jetzt mal hier in Ruhe, mein Freund. Hau mal rein. Jetzt vielleicht natürlich auch. So, sehr gut. Ja, und, ja. Also es sind auch noch ein paar Infos
geplant, ach, ein paar Features geplant, die aber jetzt noch nicht angekündigt werden. Und da muss man einfach abwarten, was da noch kommt. Komm du erstmal auf. Dankeschön. Einmal mitkommen. Dankeschön. Weiße können raus, die braucht man eh nicht. Ist das eine Zweihand? Das ist Zweihand. Warte mal, hilft die unserem Freund hier? Na, das sieht nicht so aus. Die können wir auch einen roten Stein reinpacken. Hat da nochmal ein bisschen mehr Schaden. Gucken wir gleich mal. Wenn wir im Städtchen sind. Was mit dir hier? Komm, dich verarschen wir mal. Hahaha. Und hier hinten. Und ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Halt mit Sicherheit, weil es doch relativ viele Infos waren. Ich finde es schade, dass kein richtiger Paladin durchkommt oder ein Druide. Das waren so ein bisschen meine Lieblingsklassen. Und das finde ich schade. Also sie hätten ruhig zwei Klassen reinpatchen können, finde ich. Boah, dass sie immer wegporten müssen, ne? Ekelhaft. Komm, blau nehmen wir mit. Nicht vergessen, das ist Hardcore hier. Dort sind auch Blau noch was wert. Zumindest zum Dingsbumsen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Life Leech! 800 EP, ey. Geile Scheiße. Komm, wir bleiben mal drin stehen in der Bubble. Passiert uns gar nichts. Ella Badge, ihr könnt uns gar nichts. Komm, jetzt stirb auch mal hier. Triple Boom. Und nichts passiert uns. Super. Aber wir finden wirklich nichts für uns, ne? Das ist sehr, sehr schade, finde ich. Das haben wir hier bestimmt wieder ein Büchlein. Und ich bin kurz still. Vor langer Zeit, als er noch unter den Engeln, nachdem er Anhänger um sich geschart hatte, nahm Inarius den heiligen Weltenstein an sich und benutzte ihn, um eine Welt zu erschaffen und zu verderben, die er Sanctuarium nannte. Dämonen und Engel flüchteten sich dorthin und einige von ihnen, darunter Inarius und Lilith, verliebten sich ineinander. Kinder entsprangen vieler dieser Verbindungen. Diese wurden die Nephalem genannt. Tja, anders. Okay. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, da kommt ja auch dann die Nephalem-Prüfung, weil sie gerade hier anspricht, Nephalem. Ich bin echt mal gespannt, was das sein wird. Also ist jetzt noch nichts weiter durchgesickert, was es sein wird. Aber ich glaube, also es klingt sehr... Ja, was könnte das sein? Vielleicht irgendwie sowas wie ein Arena-Kampf? Nephalem. Ja, könnte ich mir vorstellen, ne? Wird wohl sowas wie eine Arena sein. Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ich falle hier bei niemandem in Ungnade. Gott, Schluck trinken. So, jetzt gibt's auf die Fresse. So, ja, ich habe heute mein erstes Let's Play mit Facecam aufgenommen. Und zwar das Spiel Amnesia. Vielleicht kennst du ein oder andere. Ein Horrorspiel. Und war echt super. Also hat gut geklappt. Wir müssen noch ein bisschen was gucken mit der Einstellung von der Qualität her. Das war jetzt nur 720p. Das will ich natürlich wieder auf Full HD kriegen. Und ja, da muss ich halt noch ein bisschen rumspielen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Und also der... Das Feedback war bisher sehr, sehr groß. Also es ist schon innerhalb von wenigen Minuten fast 20 Klicks gehabt. Was für meine Verhältnisse viel ist. Ne? Also am Tag habe ich sonst auch meine Videos immer so 40 bis 50. Und da nach einer halben Stunde oder so, ich weiß gar nicht genau, von 20 Klicks. Das ist ein guter Wert. Man darf nicht vergessen, ich bin noch ein kleiner Let's Player. Oh, wir haben was gefunden. Nimm mit, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Was haben wir gefunden? Ach, für Monk. Das ist natürlich doof, weil das hilft uns nicht. Keinste Art und Weise. Und wir haben hier noch was gefunden. Das geht noch nicht. Ja, so sieht's aus, mein Freund. So, Silberturm, Ebene 2.
Ich würde sagen, die nehmen wir uns dann in der nächsten Folge vor. Ja, ich weiß, viele sagen sich wieder, oh, warum machst du nur so kurze Folgen, Kraxel? Ja, das Problem ist halt, ich gucke ja ein bisschen, welche Videos gern oder auch viel geguckt werden. Das sind halt echt viele die Videos, die nur 15 Minuten mit 20 Minuten gehen. Und der Rest wird relativ liegen gelassen. Also eine halbe Stunde guckt kaum einer durch. Ganz, ganz wenige gucken echt eine halbe Stunde dann das Video an. Die meisten gehen halt echt schon, oh, hier Stärke, das ist natürlich ein super Roll. Die meisten gehen dann schon nach einer Viertelstunde und ja. Das ist natürlich doof, weil ich will schon gern, dass viele das, die Videos gucken. Und dementsprechend setzen wir jetzt erstmal den Typen hier einen anderen Stein rein. So, komm her hier. Ja, und deshalb mache ich nur noch 15 bis 20 Minuten Folgen. Es wird halt einfach viel mehr geguckt. Und das ist halt der Sinn dahinter. So. Komm, 94 Schaden ist doch schon mal was. Was war denn hier noch allgemein? Haben wir was zum Craften? Nee, schade. Okay. Nicht so schlimm, mein Freund, nicht so schlimm. Lagerplatz haben wir auch genug, das ist super. Was haben wir denn hier für Tränke? 1000? Haben wir die denn auch drin? Ja, sehr gut. Okay, dann können wir die einmal hier hinschmeißen. So. Und Leute, halt, nein, wir... Komm, das, die 5 Minuten nehmen wir uns jetzt noch. Wir gucken noch beim NPC, ob der was Schickes für uns hat. Oh, 1,2 minus. Das ist doof. Madiert. Nee, das ist doof. Das ist wirklich doof. Ach ja. Können wir nach Hause gehen? Ah, ich sehe gerade, bei unserem Schild könnten wir noch einen anderen Stein reinhauen, ne? Den werden wir gleich auch noch machen. Ich klappe jetzt hier nochmal fix die Händler ab, in der Hoffnung, dass was dabei ist. Nee, komm. Das lohnt sich nicht. Ein bisschen EP-Equip sollten wir auch drin haben. Wow, what the fuck? Sehr geil. Also, wenn wir das nicht kaufen, wären wir doof. Ihr seht, Leute, das ist echt gut. Halt nicht verkaufen, das wird vercraftet. Ist irgendwas für uns, mein Freund? Nein. Nee. Nein. Okay. Das war's, der andere hat nichts. Das heißt, wir wechseln mal kurz den Stein im Schild. Kommt hier so ein schicker Stein rein, haben wir schon mal ein bisschen mehr HP. Wow, wir haben fast 5500, ey. Ich glaube, die knacken wir jetzt auch. Und 5600 sogar. Wie geil ist das denn? So muss das. Den können wir aufwerten. Wie gesagt, wir werten immer direkt alles auf, dass wir nicht so viel Kleinkram da haben. Das ist dann immer ganz sinnig, finde ich. So, sehr gut. Das kommt einmal rein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Ciao.